Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Titanfall 2. Weiter geht's mit der Kampagne hier. Wir kommen gut voran, müssen allerdings noch diese Lade aufhalten. Schießen eigentlich... Ah, ihr schießt mit den etwas dickeren Geschützen, wie es aussieht. Dann könnt ihr doch mal weg. Raum gesichert. Das da oben ist die Brücke. Mir nach. Na gut gemacht. Gut, nicht schlapp machen. Natürlich auch ganz langweilig die Treppe nehmen. War schon witzig, dass die halt dann... mein Druck ist da oben. Ja, ja, ich komme ja schon. Ich komme ja schon nach. Ding ist kugelsicher. Wir versuchen es durchs Glas. Ziel erfassen. Wir sind an der Treppe. Hänger auf den Zwischendeck. Die Mondladungen sind bereit. Hey, gut, passen Sie auf, wie die 6-4 das macht. Sind Sie bereit, Pilot? Das bin ich. Durchbruch, Durchbruch! Unglaublich viel mitgeholfen. 6-4 zu mir. Cooper, zur Konsole des Captains. Deaktivieren Sie die Geschütze. In Ordnung. Gut, die Konsole ist hier oben. Cooper an die Konsole. Deaktivieren Sie die Geschütze. Commander Briggs, Malta gehört uns. Verstanden, 6-4. Cooper, die Brücke ist immer noch unter Ihrer Kontrolle. Bringen Sie die Malta mit Ihrem Datenmesser hinter die Draconis. Barker, bringen Sie VT zurück zu Cooper. Alles klar, wird erledigt. Festhalten, Blechmann! Alle Ruhe. Okay. Erledigt eure Gegner und kommt zur Draconis. Los geht's! Hochziehen, Coop, das ist zu tief! Dran? Sieh schon. Mehr Zeit. Zu tief, Coop, hochziehen. Jetzt besser? Das ist die falsche Richtung. Ziehen Sie nach links. Ich zieh schon nach links. Ja. Das stimmt allerdings. Genau, sehr gut. Das ist der Titan-Cooper. Hab lang genug auf ihn aufgepasst. Na dann. Steuerübergabe an Pilot bereit. Cooper, wir geben Ihnen von hinten Deckung. Sichern Sie das Deck und dann ab zur Draconis. In Ordnung. Udo 1, Viper ist in Position. Ihre Reise endet hier, Pilot. Der Himmel gehört mir. Es gibt keinen Kampf und kein Verständnis. In Ordnung. Attackiere Gegner. So, ich jetzt mal wieder Rüstung. Ah, das wird schon. Schön, wie die sich da noch in die, den Dings schmeißen. In den Weg, dass er nicht so viel abkriegt, der Arme. Hallo, Kleiner. Ah, vielleicht nicht unbedingt. Neu von mir. Prime 3. Nach rechts. Vorrücken. Dir noch Nachschub? Nö. Ich bin weg. Gegner auf Höhe 48. So, bis jetzt geht's ja ganz gut hier mit der Deckung.
Das hat jetzt schon mal gesessen, aber bei dir auch zum Glück. Cool. Commander Briggs, hier ist BT-7274. Viper wurde abgeschossen. Verstanden. Gehen Sie an Bord der Draconis und sichern Sie die Lade. Wir bereiten den Transfer vor. Cooper, bereit machen für Wurf. Ich empfehle Ausstieg. Ja, ich hole mir aber gerade noch ein bisschen was an Leben. Das war nämlich sauknapp. Wir hätten ja danach noch den Kern gehabt. Aber trotzdem. Ich denke, bei Viper wird mal auftauchen. Wir haben ihn ja nicht endgültig besiegt. Du kannst hier Leben mitnehmen. Analysiere Luftwiderstand. Berechnung läuft. Siehste? Na komm, BT, du schaffst das. Luke verloren. Brauche Deckung. Brauche Deckung. Cooper, ziehen Sie auf das Cockpit. Ich glaube, das war's. BT, bist du okay? Linker Arm abgetrennt. Aber ich bin weiterhin funktionsfähig. Das Schiff verliert schnell an Höhe. Es kommt auf uns an, Cooper. Dann musst du jetzt mit rechts werfen. Nee, wir sind ja schon drüben, okay? Hier. Vorsicht, da ist Zeit! Nähern uns Ladesicherheitsbehälter. Okay. Dann mal los. Der Behälter ist zu groß zum Tragen. Wir müssen improvisieren. Fass dich jetzt bestimmt, oder? Ich komme nicht an die Lade heran. Cooper, Sie müssen mir helfen. Du Heilige? Wir müssen vom Schiff runter. Uns läuft die Zeit davon. Bin dabei. Hier entlang, Cooper. Sitzen in der Falle. Was machst du? Protokoll 3. Ich werde nicht noch einen Piloten verlieren. Achtung, Aufprall. Ja, wie es aussieht, habt ihr ein paar Leute noch mitgenommen, oder? Oder zumindest gefangen genommen. Ist das der Anführer der Miliz? Wir werden es erfahren. Blisk, Ihre Probleme interessieren mich nicht. Sobald Sie die Lade geliefert haben, wird Ihr Honorar wie vereinbart von der IMC überwiesen. Halten Sie einfach mein Geld bereit. Ich bringe Ihnen Ihre wertvolle Fracht, Sie nutzloser Idiot. Hey, Titan! Mach endlich auf und gib mir, was ich will! Sprachbefehl. Nicht erkannt. Ich reiß es einfach auf. Ist zu riskant. Die Lade ist instabil. Hör zu, du Held. Du hast was, das mir gehört. Und das will ich wiederhaben. Los! Sag deinem Titan, er soll das Cockpit öffnen. BT, mach die Luke auf. Wenn der Kerl tot ist.
Sie spielen immer noch den Helden, was? Dieser Vertrag bedeutet eine Menge Kohle für mich, mein Freund. Sagen Sie Ihrem Titan, wenn er nicht aufmacht, jage ich Ihnen eine Kugel in den Kopf. Pilot in Gefahr. Okularsysteme. Marginal. Kann Pilot visuell nicht erfassen. Ah, hoch mit ihm. Siehst du ihn jetzt? Genau hier, ja? Siehst du ihn jetzt? Funktionen gestört durch schweren Aufprallschaden. Mir ist scheißegal, wie kaputt du bist. Ich weiß ganz tief drin, funktionieren noch ein paar Dinge. Mach endlich auf, oder ich jage deinem Piloten eine Kugel in den Kopf. An Zahlen erinnerst du dich noch, oder? Ich zähle jetzt bis drei. Eins. Zwei. Drei. Und? War das jetzt so schwer? Tja, das ist das Problem mit Teams. Du gewinnst gemeinsam oder du stirbst gemeinsam. Hat ja noch einen funktionierenden Arm. Und Waffen. Naja, war ja klar. Und dann waren wir das gerade auf dem Bild. Netter Versuch. Gute Nacht. Hey, schaffen Sie die Lade hier weg. Wir haben keine Zeit mehr. Ja, BT, können wir von dir noch irgendwas retten? Überlebe. Cooper, hierher. Doch noch fit? Ich kann die Mission nicht mehr fortsetzen. Aber Sie können es. Nehmen Sie das Zielkit. Es ist Ihre beste Chance zu überleben. Okay. In Ordnung, ist Temperatur hoch. Vielleicht können wir ja einen neuen Titan bauen mit BTs Erinnerungen dann da drin. Okay, cool. Wie ist euer Status? Cooper, bitte kommen, over. Jetzt haben wir ein Auto-Aim. Cooper, bitte kommen, over. BT, Cooper, sind Sie das? Ich empfange BTs Datenkern. Oh ja, wir sind unterwegs. Jetzt gibt's Ärger, meine Lieben. Jetzt gibt's Ärger. Die Munition aber auch, sehr schön. Alte schöne One-Shot-Waffe. Jo.
Ja, ich auch. Obwohl, ihr seid, glaube ich, keine Piloten. Ihr seid einfach nur ganz normale Bodentruppen. Noch was? Nö. So, das war's mit euch. Jetzt hier ist es ja schon. Die Richtung stimmt. Halten Sie den Kurs. Die Flugabwehr ist rund um die Feindwaffe besonders stark. Wir haben Probleme, Truppen auf den Boden zu bringen und die Zeit läuft uns davon. Ja, passt schon. Ich hab hier eine Auto-Aim-Waffe. Könnte jetzt ein bisschen schief laufen. Fast. Ja, ich muss hier ein bisschen mehr Wallrun. Und mehr Geschwindigkeit draufkriegen. Rüber bitte. Anders? Na, noch nicht ganz. Alle. Na, auch manuell mit dem Ding zielen. Was nicht verkehrt ist. Kim und Korn ist was Feines. Wir haben noch einen letzten Vanguard auf Lager. Entferne den Datenkern und bereite ihn für den Titanfall vor. Er ist dann hoffentlich für uns, oder? Tja, wäre aber ganz cool, wenn wir das dann noch ein bisschen länger behalten könnten, aber ich glaube, dann wäre es halt zu übel gewesen. Das waren alle Gegner hier, oder? Sieht gut aus. Dann ballert ihr mal schön um euer Leben. Ich komme euch jetzt holen. In Ordnung. Na dann. Hallo FS. Bauen wir uns einen neuen BT. Hallo, Jack. Mich dich in einem Stück wieder zu haben, BT. In 25.000 Stücken, um genau zu sein. BT 7274 ist online und kampfbereit. Zeit, unsere Mission abzuschließen. Alles klar. Cooper, ich greife die IMC mit allem an, was wir haben. Aber das wird nicht reichen, um die Faltwaffe zu stoppen. Sie müssen in ihren Kontrollraum. Commander Briggs an alle Gefechtsstationen. Unterstützungsfeuer für Cooper und BT. Geben Sie ihnen Deckung. Verstanden. Wird gemacht. Auf den Hügel, Cooper. Wir geben ihnen Feuerschutz. Das ist nett. So. Okay, ach, das sind ja noch Gegner. Wo kommt die auf einmal her? Zabritzel. Ist schon in Ordnung, kriegen wir hin. Hi, Ton. Feindlicher Titan erkannt. Ich sehe sie. Eröffne jetzt das Feuer. Kampfbare Erschütter. Mars ist hier bereit. Gern. Ziel erfasst. Feuer. Haben wir hier.
Nahkampf brauche ich gerade nicht, danke. Ist in Ordnung. Okay. Dann würde ich sagen, wir werden in der nächsten Folge dann diese Stürmung beenden. Oder weiterführen. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Vielleicht brauchen wir doch noch ein bisschen länger als eine Folge. Aber das wird schon werden, denke ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.